Schönen guten Tag, wir sind wieder da. Lambert Klammerer Jazz Folge 61. So ist es, du hast eine sehr schöne Stimme. Ich höre dich auf dem Kopfhörer. Danke. Klingt sehr gut. Wer hältst du den jetzt auf? Ich weiß nicht genau. Ich finde es irgendwie gerade ganz schön, aber irgendwie ist es auch sehr laut und es hat so eine, wie heißt diese? ASMR. ASMR, dieses Flüstern. Da stehen Leute manchmal richtig drauf, ne? Die werden richtig inspiriert durch diese Flüstersounds. Warte mal ein bisschen leiser. Aber das hört ihr da draußen nicht. Für euch bleibt alles beim Alten. Was wir nicht hören, was die Leute da draußen aber hören, ist ja dieses Stück, was gerade im Hintergrund noch leise ausfadet. Ja. Kannst du das eigentlich spielen in echt, habe ich mich gefragt. Könnte ich schon, aber ich habe es ja auch mal gespielt. Aber jetzt so, da erwischst du mich natürlich jetzt ziemlich auf kaltem Fuß. Das ist ja ewig her. Ja, ja. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, welche Tonart jetzt neben. Also will ich jetzt mich nicht rein. Gut, gut. Frechheit. Dann fällt mir das jetzt. Das hättest du ja echt einfach mal sagen können, dass du das von mir verlangt. Hätte ich ja mal kurz mich mal 10 Minuten hingesetzt. Man muss sich ja auch noch was freuen in Folge 62. Also ich fade das jetzt langsam aus. Ja. Und weg ist es. Da sind wir. Da. Ganz trocken. Hallo. Gut. Ich bin wieder da. Ja, wir sind in einem Raum. Das ist ja wieder was ganz Besonderes. Ja. Kommt jetzt öfter vor, weil du bist öfter in der Stadt. Ich bin schon wieder in der Stadt. Muss auch gleich schon wieder weg. Warum? Was hast du da vor? Na, morgen dann. Aber ich bin auf Stippvisite. Stippvisite. Ich stippe quasi nur rein. Wollen wir über das Wetter reden? Mir ist was aufgefallen. Ja. Du bist ja auch norddeutsch sozialisiert. Ja. Da ist man ja eher wetterskeptisch, oder? Ja, also Wetter war mir lange Zeit egal. Ich habe immer gedacht, eigentlich das Wetter interessiert mich eigentlich nicht. Ich kann bei jedem schlechten Wetter auch gute Laune haben, stimmt nicht. Na, mir geht's auch um die passende Bekleidung. Ja. Weil so meiner Erfahrung nach ist das so, dass der Hamburger an sich ja erst eigentlich so, ja, so Mitte Juni mal langsam seine Winterjacke in den Schrank hängt. Ja. Und relativ lange braucht, um sich an warmes Wetter zu gewöhnen, klamottentechnisch. Mhm. Der Berliner ist da ganz anders. Ich komme gestern aus dem Hauptbahnhof raus, 26 Grad. Ja. Und alle Leute, Hotpants, Riemchen, Sandalen, Trägertops. Es war Hochsommer in Berlin gestern. Ja, aber nur für ein paar Stunden. Abend war ja schon wieder Winterjacke angesagt. So, das meine ich aber. Das finde ich so interessant, dass der Berliner dann sofort sich in seine Sommerkluft schmeißt. Aber das kann der Hamburger nicht, oder was? Nee, das dauert immer lange. Sehr, sehr lange. Also der trägt erst dann Muscle-Shirts im Juli, oder was? Ja, später Juli. Eigentlich erst im August, weil man als Norddeutscher von der sogenannten Waterkant ja weiß, dass das Wetter kann sekündlich umschwingen. Deswegen muss man sich immer auf mehrere Wetterlagen einstellen bei der Auswahl der passenden Garderobe. Verstehe. Anders der Berliner. Ja. So, und jetzt war es heute, haben wir einen Temperatureinbruch gehabt. Ja. Eiskalt, Eiseskälte. Ja. Ich hatte eine Lage weniger an. Ja. Bisschen leicht gefroren, weil ich dachte, jetzt bleibt so. Aber auch halb Berlin immer noch in kurzen Hosen heute. Aber das ist ja auch so ein Ding, das kommt durch diesen ganzen Content auf Instagram, wo du irgendwie im Eis badest und so. Da stehen die Berliner ja auch drauf. Ach so. Ja, ja. Die tragen mittlerweile im Winter auch kurze Hosen. Wie heißt denn dieser Wim Hof und so. Ja, mit der Tonne. Ja, genau. Du hast auch so eine Eistonne. Ich habe auch so eine Tonne. Ja, ja. Und die Berliner machen das ein ganzes Jahr. Hat nicht unbedingt was mit dem Wetter zu tun, dass die in kurzen Hosen und viel zu dünn angezogen rumlaufen. Das gibt's beim Rap, das wissen wir ja, dass die Leute wenigstens warm angezogen sind und keine Erkältung bekommen. Deswegen schniefen in Berlin ja auch alle. Immer erkältet. Ist wirklich so. Echt alle erkältet und deswegen stecken sie einen ja auch an. Wir sind beide krank. Ja. Aber zum Glück gibt's Ibuprofen. Wie läuft's bei dir? Was macht die Rippe eigentlich? Das Rippchen? Das ist ja nun mittlerweile wirklich Wochen her. Ja. Und es hat sich ganz gut gefangen mit der Rippe. Ja, aber danke der Nachfrage. Ich war gestern auf einem Konzert auch, obwohl ich ein bisschen krank war. Ja. Und wir hatten ja drüber geredet, noch Popmusik für ältere Menschen und so. Ja. Ich war der Jüngste. Ich war wirklich der Jüngste gestern mit Piet da. Wir waren wirklich mit Abstand die Jüngsten. Es hatte aufgespielt ein norwegischer Künstler, der hieß Sivert Høyem. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Entschuldigung. Also, aber das kann man jetzt auch nicht abverlangen. Also Horny macht da Fotos bei uns mit dem auf Tour und so, das war auch ganz cool. So eine, ich würde jetzt sagen, wenn musikalisch beschreiben, irgendwie so eine skandinavische Version von Nick Cave, Pearl Jam, Depeche Mode und der Band Live. Kennst du noch die Band Live? Live, nein. Na. So, nee, Live ist was anderes. Aber die Band Live war aus den 90er Jahren so eine Rock-Pop-Band mit so einem Sänger, der sehr, sehr überall die ganze Zeit rüber gehobert hat. So. Ich kann es nicht empfehlen, aber irgendwie fand ich das damals ganz gut. Genau, irgendwie so ein Konglomerat aus all diesen Bands war ganz gut. Haben alte Leute auf der Bühne, alte Leute vor der Bühne, die haben gut gespielt. Davor war eine Songwriterin. Hab ihren Namen nicht verstanden, aber wenn ich ihn jetzt aussprechen würde, wäre es wahrscheinlich eh falsch. Eule, Eile, auch ganz Eile, gut Heul, Heile, auch ganz gut. Aber ich stand da neben Piet und wir da überlegten so, sag mal, jetzt hören wir ja jetzt diese Art von Songwriting seit den Nullerjahren.
Ja. Und in den 80er und 90er Jahren war doch eigentlich Pause mit diesen heulenden Songwriter und Reiterinnen, oder? Elliot Smith hat vielleicht die Leute ja wieder auf diese Idee gebracht, so, und die schlafenden Hunde geweckt, so, den traurigen Menschen an die Gitarre zurückgebracht, so. Wo war der denn in den 90er Jahren? Ja, du meinst speziell den Songwriter. Ja, diesen Songwriter, den weinerlichen, also, genau, Mann oder die traurige Frau an der Gitarre, die ja mehr oder weniger virtuos da alleine das Konzert gestaltet. Ich glaube, die 90er Jahre und auch die 80er Jahre waren eine recht songwriterlose Zeit. Ja, das ist doch gerade meine These. Ja, ja, genau, ja. Weil das war ja die More is More-Zeit. Ja. Da gab es mehr von allem, da gab es große Bands, Synthesizer, Drumcomputer, fette Rockbands mit großen Verstärkern. Aber heulende Künstler gab es schon. Ich sag mal, ja, Morrissey. Ja, gab es schon. Michael Stipe. Und auch ja viel Gefühle. Sinéad O'Connor. Viele Gefühle, genau, ja. Gab es ja schon, aber es war ja immer alles viel aufgeladener und nicht so minimal. Ja, ja, ja. Naja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen ein Phänomen der Nullerjahre. Das ist ja so ein gesamtgesellschaftlich so eine Phase des Biedermeiers gewesen, ne? So ein, wie sagt man, so der Restauration. Also wir haben diese 90er Jahre, wo alles ging, quasi der Höhepunkt der sogenannten Spaßgesellschaft. Ja. Und dann kommt gleichzeitig mit der Krise der Plattenindustrie, auch so um 2000 rum, ne? Ja. Den Downloads, der Digitalisierung, dann kommt auch noch 9/11. Das heißt, der ganze Westen hat das Gefühl, oh, hier unsere schöne heile Welt ist irgendwie in Gefahr. Und da beginnt gesamtgesellschaftlich so ein Klima so der ängstlichen, introspektiven Restauration, so ein neuer Biedermeier, ja, wo sich dann Leute plötzlich so wieder mit ihren Akustikgitarren ins Wohnzimmer setzen. Alles klein, klein, ganz intim, echte Gefühle. Und wir hatten das Ganze ja auch in den 70ern, 60ern, 70ern ja auch schon mal. Mhm. Wo ist da die Brücke, also gesamtgesellschaftlich? Naja, das ist die 60er, 70er Jahre. Gerade die späten 60er Jahre sind eine Zeit der großen Politisierung. Und ich glaube, die Singer-Songwriter aus der Zeit kommen eher aus so dieser Tradition des Protestlieds, ne? Also da sind die Vorbilder dann Pete Seeger, Woody Guthrie. Also das kommt eher aus so einer amerikanischen Tradition von Protestsängern. Also was bei uns die Liedermacher sind, ne? Ja. Wolf Biermann zum Beispiel. Oder Hannes Wadern. So, die sind ja aber auch gar nicht weinerlich. Ja, aber wir haben jetzt Simon & Garfunkel dann damals gehabt. Simon und so. Das Garfunkel ist ja jetzt kein klassischer Protestsong, oder? Das stimmt. Nein, ja. Simon & Garfunkel ist kein Protestsong. Ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat Bob Dylan deswegen auch versucht, diese Art von Songwriting zu begraben, mit seiner Art dann auf die Bühne zu gehen, weil er halt so genervt war von Simon & Garfunkel. Die haben für ihn vielleicht alles kaputt gemacht. Das könnte gut sein. Naja, ich dachte nur, vielleicht hat diese ganze Male-Manipulator-Music ihren Ursprung in den 90er Jahren. Die gute alte toxische Männlichkeit musste dann der toxischen Überemotionalität weichen. Ja, ich hab Morrissey so ein bisschen in Verdacht von der Gruppe The Smiths. Und natürlich Nirvana. Also und Nirvana, ja, ja. Irgendwie war es doch komisch. Man durfte dann auf einmal nichts mehr kaputt machen, sondern sollte der Welt sein kaputtes Innenleben präsentieren. Bei Nirvana hatten wir ja beides. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das streng genommen als Male Manipulator Musik gilt. Nee, vielleicht nicht, aber vielleicht sind sie trotzdem Urheber dessen. Ja. Also vielleicht sogar Nirvana Unplugged vielleicht Ursprung von all dem. Weil auf einmal leise was eigentlich laut gehört. Ja. Wir haben lange genug über Radiohead gelästert, wir können langsam mit Nirvana anfangen. Das ist vielleicht die Keimzelle der Male Manipulator Musik. Ja. MTV Unplugged in New York. Genau. Von Nirvana. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich glaube, da ging's los. Ja. Ja, ja, weil das ist ja auch dann diese Blaupause. Guck mal, wir sind eigentlich im Herzen total rockig, wir können es aber auch akustisch. Genau. Dann haben das Elend seinen Lauf. Das ist genau das, was ich meine. Ja. Die Musik, die eigentlich nachweislich ja schon laut gespielt wurde und auch laut gehört, musste dann auf einmal nochmal aufbereitet werden so und dann vorbereitet werden fürs nächste Jahrzehnt quasi, wo wir alle leise werden. Das ist ja wirklich deprimierend, also weil MTV hat uns ja eigentlich in diese Zeit der Poppigkeit gebracht, mit diesen schönen bewegten Bildern zur Musik, hat aber gleichzeitig mit diesem Format MTV Unplugged vielleicht die Keimzelle für das gelegt, was dann diese ganzen grässlichen Wohnzimmerkonzerte waren, die dann später kamen. Das Unplugged-Set. Das Unplugged-Set. Ja, hat uns bis in Corona rein verfolgt. Ja. Also ich muss sagen, ich habe dann auch irgendwann wieder meinen Spaß dran gefunden am Unplugged-Spielen, aber es gab wirklich Phasen meines Lebens, wenn es dann irgendwie vom Booking hieß, könnt ihr da spielen, aber Unplugged, dass ich wirklich nur dachte, flieht ihr Narren! Hatten wir auch schon mal, ne? Aber diese Klemmigkeit, die auch so dieses Unplugged-Konzertieren mit sich bringt.
Es gab in Nürnberg einen Club, die kleinste Bar Nürnbergs. Ich habe vergessen, wie der Laden hieß, aber er hat damit Werbung gemacht, dass die kleinste Bar ist. Da hatten wir mal einen Gig. Und als wir ankamen, war gar nicht genug Platz für den Aufbau. Also das war mit der Indie-Band damals. Ja. Und dann meinte er, nee, aber hier ist halt immer unplugged. Ja. Und man sagt, wir haben Schlagzeuger dabei und so, wo soll der denn hier hin? Ach so, kann doch eine Cajon nehmen. Ja. Ja, ja. Das war die Zeit, ne? Ich weiß auch nicht genau, was mir daran nicht gefällt am Unplugged-Ding. Ich habe eine Ahnung. Ich glaube, ich habe eigentlich Angst vor dem Publikum. Das ist mir zu nah dran. Mhm. Weißt du, weil so eine Beschallung schafft ja so eine Distanz, so eine Bühne. Ja, Lautstärke ist auch ein... Dahinter kann man sich ja gut verstecken. Ja. Ja, und auch so eine ausgeleuchtete Bühne, das ist so ein klarer, begrenzter Raum. Ja. Wir haben ja auch durchaus Kollegen, die so eine Freude haben, so von so einer Traube Menschen im Schneidersitz umgeben, in so Wohnzimmern Musik zu machen. Solche Freunde hast du? Du nicht? Ich würde gerne mal mitkommen. Dann lerne ich die demnächst kennen, vielleicht nächsten Samstag. Das könnte sein. Ja. Aber das ist mir irgendwie nichts. Das ist mir zu nah dran. Mir auch. Also generell ja schwierig. In so einem privaten Rahmen, jemand holt die Gitarre raus und singt ein Lied. Ja. Wann ist das mal locker? Oder sind wir da? Wir sind einfach zu verkrampft. Alle finden es total schön, bis auf uns. Ach, aber bist du da in deiner Pianistenlaufbahn nicht auch mal in so Kontexte geraten, wo du ein Unplugged-Konzert spielen musstest? Naja gut, ich meine, ich bin Pianist, ich spiele akustische Musik. Es ist schon mal vorgekommen, dass ich irgendwie einen Raum beschallt habe, ja, der von sich aus gut akustisch geklungen hat und wo es keine PA jetzt gab. Oder ja, so. Ja. Also das ist jetzt, ich meine, ich bin jetzt kein Rocker. Ja, so. Ich war auch mal bei dir bei einem Konzert, wo du in so einer Kirche hier gespielt hast. Ah, richtig. Und da ging es darum, den Hall mitzudenken in dieser Kirche. Ja, das war ja auch akustisch, ne? Das haben die so als Konzept verkauft. War aber verstärkt. Nee, es war akustisch, ja, ja. Und ich glaube, sie wollten aber nur Kosten sparen. Ja, sie wollten halt sagen, nee, der Hall ist hier so gut und das Konzert soll halt sozusagen das mit einbeziehen. Also du sollst dein Programm darauf ausrichten, dass du den Hall mitdenkst. Ja. Das habe ich natürlich gemacht, ist ja klar. Das finde ich sogar fast schon wieder sinnvoll. Ja. Aber so dieses, also es tönt mich maximal ab, sobald im Publikum irgendjemand sagt, shh, 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 shh. Oh, shh. Ja, ja, es passiert. Dass die anderen nicht so laut sein sollen. Ja. Das finde ich irgendwie furchtbar. Ich weiß nicht warum. Wo es ist in letzter Zeit zweimal vorgekommen, dass Leute sich beschwert haben, dass das Publikum zu laut war. Also das Publikum unter sich uneinig war, wie laut man eigentlich sein darf. Also im Neoklassik-Konzert, wo ich war, in einem Kino in Prenzlberg, da gab es richtig Unmut, weil halt so manche geflüstert hatten auch nur. Und so, psch, 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 psch. Also ich möchte mich hier konzentrieren. Also für die sollte so absolute Yoga-Atmosphäre sein. So. Ja, kann ich auch verstehen. Auch so am Sprechtheater oder sowas ist das ja teilweise wirklich lästig. Ja. Wenn du auf der Bühne Texte aufsagen musst und das Publikum ist irgendwie laut. Und oder es kommt auch manchmal auf den Ort an. Also ich möchte nochmal sagen, dieser Ort hier in Neukölln, ja, wo hin und wieder Konzerte stattfinden, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Namen sage, also ich meine den Heimathafen. Ich finde, das ist echt ein schwieriger Ort für Konzerte, weil du kriegst das Publikum da nicht ruhig. Trotz lauter Beschallung wirkt es immer so, als wäre das Publikum unkonzentriert. Ja? Ja, ich habe das schon ganz oft erlebt, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum, dass man da irgendwie das Gefühl hat, der Act und das Publikum sind nicht so richtig beieinander. Ah, okay. Ja, ich habe da vor vielen Jahren mal gespielt mit verschiedenen Bands. Habe ich so jetzt nicht irgendwie als besonderes Konzerterlebnis in Erinnerung. Ich habe Anfang des Jahres mit dem Tristan da gespielt, mit so einer kleinen Besetzung, auch ohne Schlagzeug. Das war wirklich super. Okay. Aber auf der Bühne. Ich weiß nicht, wie es im Publikum war. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, das Publikum unruhig irgendwie. Und das habe ich schon öfter da erlebt, also unabhängig davon, was das jetzt für Musik war, dass ich das Gefühl habe, dass der Raum lädt so ein bisschen zur Unruhe ein. Ja, es ist ein bisschen so ein Kasten, ne? So richtig. Genau. Ja. Sound gilt auch als schwierig soundmäßig. Ja, ich fand es klang gut gestern. Ja. Also, ja, das war eigentlich okay. Aber genau, bin nicht so richtig Fan von diesem Raum einfach. Ja. Und das ist ja wichtig in der Musik, ne? Der Raum, der muss mitgedacht werden. Der Raum muss mitgedacht werden, ja. Aber du kennst das doch auch aus dem Jazzclub. Das ist ja zum Beispiel als Pianist mit noch am nervigsten im Jazzclub. Weil so ein Klavier ja öfter mal an der Schwelle ist, dass man sagt, ach komm, das verstärken wir nicht. Ja, genau. Nervt. Oder? Bassist hat sein Amp mit, Schlagzeuger muss sich die ganze Zeit zügeln und mit den ganzen Trötinstrumenten kommst du ja eigentlich immer drüber. Ja. Es ist halt wirklich so abhängig von der Akustik, aber natürlich eigentlich solltest du es verstärken, wenn du sobald du im Schlagzeug spielst, auf jeden Fall. Klar. Ja, aber da hackt man sich ja die Finger wund. Ja, du kommst auch, selbst wenn du jetzt einen für akustische Konzerte ausgerichteten Raum hast, ja,
du spielst mit dem Schlagzeuger zusammen, du kommst gegen die Hi-Hat meistens nicht an. Nee. Genau. Das ist, da hast du eine, ist keine Chance. Du brauchst das in den Höhen. Ja. Also die Hi-Hat ist dann im, sticht immer heraus. Ist natürlich schlechter mit der Neoklassik, mit dem ganzen Gefilz. Genau, das kommt noch dazu, aber das lasse ich ja hin und wieder auch mal sein und so, aber dann trotzdem, das Problem besteht trotzdem, dass die, das Schlagzeug eigentlich dann auch in den Höhen über allem steht. So. Ah ja, das ist, sind so Sachen, das, also diese akustischen Räume, die halt quasi eigentlich dazu da sind, dass man da nicht verstärkt, sind super, da kann man auch mal so ein Konzert spielen, aber wenn du, genau, sobald du halt wieder mit Schlagzeug spielst, ist diese akustische Idee da auch nur halb gut. Ja, ja, die sind ja halt auch super für Schlagzeug. Ja, genau. So, was haben wir hier für flotte Themen heute für unsere kleinen Jazzmäuse? Noch was nachtragen. Jakob hat uns geschrieben. Wir hatten ihn ja damals in der Kneipe eingeladen, auch mal unseren Podcast anzuhören, hat er jetzt gemacht. Ja. Schreibt, endlich sagt mal jemand das, was viele heimlich über Radiohead denken. Er sieht den Schuldigen, wenn es um das Ende der Rentabilität durch Lizenzen geht, aber eher in der Industrie als bei einzelnen Bands. Ich glaube, er hatte irgendwie auch mitgearbeitet an dieser Spotify-Doku damals. Aha. Und deswegen will er, glaube ich, eher da den Schuldigen ausmachen. Ja, gut. Das kann man ja auch machen. Also da hat er auch sicherlich ja auch irgendwie recht, aber es geht bei Radiohead darum, dass sie durch ihr Verhalten eine Stimmung befördert haben, die es durch illegale Downloadmöglichkeiten und zeitgleiches Industrieversagen vielleicht eh schon gegeben hat, das schon. Aber durch ihre Umsonstaktionen haben sie wirklich über Bands in anderen Positionen als die ihre nicht nachgedacht. Sie haben rein aus ihrer Perspektive heraus gehandelt, an ihrem Wesen sollte die Welt genesen. Die Band war nicht in der Lage, sich auszumalen, was die Beförderung dieser Stimmung, also dass Musik kostenlos für alle zur Verfügung stehen sollte, für Bands bedeutet, die durch ihre Lizenzabrechnung noch nicht mit Multimillionäre geworden waren. Und das ist der Vorwurf. Die haben jetzt nicht erfunden, diese Stimmung, dass der Konsumenten, bitte, ich möchte jetzt alles umsonst haben, das stimmt schon, das kann man vielleicht Napster schon eher ankreiden, ja. Aber sie haben es halt befeuert. Also auch mal bitte, wenn wir sowas sagen, dann ist das auch Polemik. Wir glauben nicht wirklich, dass die Gruppe Radiohead im Alleingang die Musikindustrie zerstört hat. Okay. Ja. Da wurde es übrigens aber auch bei mir beschwert, weil ich letzte Woche behauptet habe, die Labels würden ja wohl am meisten Geld mit ihrem Backkatalog machen, also mit alten Sachen. Ja. Habe ich behauptet. Ja, und das stimmt halt einfach nicht, ne? Das weiß ich nicht. Da bin ich, also da hätte ich gerne nochmal Rückmeldung von Leuten aus der Industrie, die das mal auseinander dividieren können für mich. Also, die meistgestreamten Künstler überhaupt sind Drake, Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran, Ariana Grande, Justin Bieber, Eminem, BTS, Post Malone, das ist Platz 1 bis 10. Ja, aber das gilt immer auf einen Abstand von einem Jahr oder den letzten. Das sind die überhaupt in absoluten Zahlen. Absoluten Zahlen. Und die meistgestreamten Künstler nach Jahr. Zum Beispiel waren im letzten Jahr Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Drake, Peso Pluma. Also, diese Leute werden mehr gestreamt als andere Bands. Meine Frage war jetzt, und das ist aber wirklich nur was, was ich mir in meiner Fantasie zurecht. Wir wissen ja, dass so ein Label, jetzt zum Beispiel auch hier dein Label Universal mit ihrem großen Backkatalog, die machen einen riesen Reibach, seit es Streaming gibt, weil auch ganz alte Sachen, die da immer noch im Katalog drin sind, wieder mehr gestreamt werden. Also so eine Billy Joel-Platte aus den 80ern oder sowas. Ja. Die hat sich wahrscheinlich nicht mehr so gut verkauft, wird jetzt aber wieder gestreamt, weil die auf Playlisten ist. Ja. Jetzt ist meine Frage, würde ich gerne mal wissen, kann es sein, dass so ein Label wie ein Major-Label wie Universal oder Sony trotzdem absolut mit der Masse an alten Künstlern, die noch im Backkatalog sind, mehr Geld verdient als mit den neuen Sachen? Oder ist das Quatsch? Naja, ist das die Rechnung nicht dann am Ende wahrscheinlich relativ einfach, weil alte Sachen, da kommen ja einfach viel mehr zusammen. Ja, du kannst ja viel mehr addieren. Genau, das wäre meine Frage. Ja. Ob nicht in der Masse das dann doch stimmt. Ja. Aber was heißt alles, was von vor Spotify-Zeiten war oder was, genau, ist alt? Ja. Ja, und dann haben wir viel mehr als Acts wahrscheinlich, die hochgeladen wurden als danach. Obwohl, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren. Also ist quasi das, was diese Top 10 meistgestreamten Künstler streamen, ist das der Bärenanteil? Ja. Oder ist der Bärenanteil eigentlich dieser ellenlange Backkatalog? Ja. Okay, es wird auf jeden Fall Leute geben, die dazu genaueres wissen und diesen Podcast hören und die haben sich jetzt einfach mal zu melden. Ja. Das kann man jetzt echt mal machen, weil ich weiß, dass die das machen, dass die das hören und hin und wieder mal so ein spitzes Kommentar auch abgeben, wenn man sie trifft. Ja.
Aber jetzt heißt es mal ein bisschen Fakten. Jetzt wollen wir mal ein paar Fakten hören und gute Recherchen. Das können wir nicht alles selbst übernehmen. Da werden wir dann auch nur wieder für verhaftet. Auch gerne mal eine kleine Voice-Nachricht. Gerne eine Voice-Nachricht, ja. Asterix Westphal macht's vor, Albrecht Schrader macht's vor. Traut euch auch. Traut euch, genau. Ja. Ihr könnt hier Medien mitgestalten. Genau. Einfach auch bei uns auf dem Instagram-Account kann man reinsabbeln, ne? Ja. Ich glaube, der Präsentator dieser Folge sollte Spotiflow sein, jetzt wo wir über Spotify reden. Spotiflow hat mir geschrieben von der E-Mail-Adresse spotify@hotmail.com. Und die haben so ein Angebot gemacht, dass die können mir halt die Streams halt nach oben schrauben. Ja. Also der Spotiflow. Spotiflow, ja. Und das ist total nett. Also sie meinten, dass sie halt an meine Musik glauben und es total cool finden und sind total impressed und so. Die würden halt, wenn ich das mit denen gemeinsame Sache mache, irgendwie loslegen zu arbeiten. Also sie haben nicht genau gesagt, was sie dann machen, so, wen sie dann anrufen und wie viele Leute irgendwo anrufen und irgendwelche Handys bedienen. Das haben sie nicht gesagt. Aber sie haben gesagt, dass halt dadurch auf jeden Fall zu einer Million Klicks mehr schon kommen kann. So. Mhm. Und das ist ja nicht schlecht. Das Ding ist, also da die das dann ja gemacht haben, das ist dann ja quasi deren Werk, kriegen die halt auch 80% von also dem zusätzlichen Increase, wie sie sagen. Aber ist ja klar, ist ja deren Arbeit. Die kommen auf die nutzen mein Profil und sagen dann, die können das nach oben schrauben. Und irgendwie können sie auch genau messen, wessen Klicks das sind. Also die meinen, alles Zusätzliche zu dem, was ich jetzt habe, ist halt deren. Und dann bekommen die 80% der zusätzlichen eine. Also wie sie das alles abrechnen wollen und so, haben sie mir noch nicht gesagt. Aber ich finde das Offer erstmal super. Okay, ich sehe die Dollarzeichen in deinen Augen, die Eurozeichen. Komm, lieber Lambert, ich bitte dich, tu's nicht. Soll ich nicht glaube, dass du da einem Halunken- und Trickbetrüger aufsitzt. Meinst du? Ich glaube ja. Ich Finger weg davon. Ich habe den geantwortet. Wirklich? Ja, ich habe gesagt, 80% for you for selling my product, habe ich gesagt. And you don't even need to invest or produce anything. Good for you. Keeping the cost to your business partners. I love that. I will learn from it. Okay, tu's, mach's einfach. Asterix klagt dich wieder raus. Ja, mit dem habe ich auch gedroht. Ich habe gesagt, Asterix könnte denen ja auch mal schreiben, dass sie sich auf dünnem Eis bewegen mit ihrem Businessmodell. So. Und dann habe ich auch gesagt, dass Universal bestimmt auch offen ist für so eine Zusammenarbeit. Ja, die sollen die sich einfach mal da melden, die sind ja nett. Und die wollen ja auch immer nur nichts anderes als mehr. Ja. Genau, also das ist ja same interest, würde ich sagen. Eigentlich fair. Ja, gut, okay, ich bin überzeugt, mach's. Ja, ich glaube, ich zieh durch. Und dann hat hier eine Bekannte, nämlich von mir, die hat mal in Manchester Support gespielt, Testcard Girl, gute Musik, bitte alle anhören. Die hat gerade was gepostet und die hat nämlich Post bekommen von Warner Music. Ja. We are from the house of Warner Music, group owned by Leonard Blavatnik. Wahrscheinlich stimmt das. I handle all business proposals and inquiries for Warner Music Records, bla bla, Senior Marketing Manager, nennt sich kurz. Our team has come across your social media and want to give you the opportunity to get your music heard. We've reviewed your music content and we definitely think you have the potential to reach the next level of your career. We are looking for our next big artist to sign. Warner Music Group would like to offer you a record deal. We offer special services with our deal from graphics designs and professional materials. Das ist geil halt. Die können halt echt dann auch so das Cover entwerfen und so. Ja. Also die haben echt coole Leute, die da arbeiten. You can rap, produce or be an athlete. Be all you can be. This will help improve your overall brand while you're working with a distinguished international label. Jetzt kommt all die Sache. There's a small fee of $300. Also man muss halt $300 schon mal zahlen, damit halt das auch wirklich klappt mit der Vertragsunterzeichnung. Ja, also das klingt für mich nach einem Schnapper. Na, das ist cool, weil das sagen sie auch, das ist nur einmal eine Einmalzahlung. Ja. Should you take the deal, your deposit will be refunded. Also das kriegst du dann zurück, sobald du den Deal dann wirklich unterzeichnest. Die wollen halt auch ein bisschen sicher gehen, dass du halt Bock hast, auch mit dem zu arbeiten und so. Also zahlst du halt einmal Schutzgebühr, ganz klar. Einmal $300 und dann kriegst du halt einen Major Deal und dann kriegst du die zusätzlich zu wahrscheinlich einem mega Vorschuss, den du noch bekommst, noch zurück. Also, ist das super. Ja, schon finde geil. Also finde ich super. Freut mich für sie, dass sie da jetzt endlich durchstartet. Wünsche ich ihr alles Gute. Finde ich gut. Also okay, da geht einiges ab im Business, ja? Ja. Man muss einfach mal durch die Spam-Mails durchgehen. Da wird echt einiges angeboten. Aber ich merke schon, du bist richtig im Business-Fieber. Ja, ich habe Bock auf Cash. Auf jeden Fall. Allgemein geht's abwärts, aber bei dir geht's aufwärts. Bei mir immer aufwärts. Nee, aber ich stelle mir schon die Fragen, was eigentlich, wenn man halt solche E-Mails bekommt, die ja damit spielen, dass dein Lebensinhalt Musik irgendwie zu kommerzialisieren ist, da springen natürlich viele Leute drauf an, ist ja klar. Ja.
Aber was sind denn eigentlich kommerzfreie Lebensinhalte? Was meinst du mit kommerzfrei? Wo man kein Geld ausgibt. Ja. Und was trotzdem einen so erfüllt. Kennst du das, wenn man im Urlaub ist? Ja. Und dann permanent denkt, oh, jetzt muss ich irgendwas machen. Und dann fallen einem so Sachen ein wie shoppen, ja, genau. Kaffee trinken, Cocktails trinken, essen gehen. Immer alles kostet Geld. Museum. Ja, ja. Gleich guckst du in, gehst in Jazzclub. Jazzclub. Aber da können wir gleich nochmal drauf einhaken. Also Jazzclub, du musst Geld zahlen, aber es gibt da ja Leute, die vielleicht so ein bisschen frei davon sind. Jedenfalls, was mir eingefallen ist, der einzige Ort, wo das keine Rolle spielt, ist eigentlich die öffentliche Bücherhalle, also im großstädtischen Raum. Du gehst hier durch Neukölln, überall kostet irgendwas Geld oder Bar, Restaurant, dies, das. Aber die öffentliche Bücherhalle, da gehst du rein, kannst Dinge machen, die woanders Geld kosten. Ja. Kannst du da Instrumente dir ausleihen. Wirklich? Ja, ja. Kannst du da lesen, kannst alle Bücher lesen. Keiner nervt dich. Mhm. Also geh mal in eine Bücherei in Neukölln, also in eine normale, in einen Buchhandel. Ja. Du hast sofort ein schlechtes Gewissen, dass du nicht irgendwie gleich ein Buch in der Hand hast, das du gleich kaufst. So. Mhm. Und da sind die echt entspannt. Warst du mal in der Bücherhalle? Ich gehe da tatsächlich öfter hin in letzter Zeit, weil ich finde die, genau diese Stimmung nämlich echt einfach faszinierend. Auch die Leute, die da arbeiten, sind total relaxed. Mhm. Weil die haben auch nicht dieses so, wir müssen heute noch Umsatz machen und so. Ja. Sondern die haben auch richtig oft total Zeit, wenn du da eine Karte irgendwie verlängern musst und so, dann setzen die sich hin und erzählen dir stundenlang Dinge, die du eh schon weißt. Mhm. Und sagen dir nochmal, wie du ins Internet da reinkommst. So. Also super Service. Ja. Und das ist echt eine entspannte, kommerzfreie Atmosphäre, das muss man wirklich mal sagen. Ja. Und es gibt nicht viele andere Orte, wo ich sagen würde, wo man erstens auf Leute trifft, die halt dieses Problem nicht haben, dass die ganze Zeit irgendwas umgesetzt werden muss und wo quasi der ganze Ort nicht überhaupt darauf ausgerichtet ist. Also fällt mir nicht so viel ein. Aber im Jazzclub, weil ich es gerade meine, da dachte ich halt vielleicht dann schon dran. Mhm. Also natürlich ist der Jazzclub auch darauf ausgerichtet, dass da irgendwie Geld verdient wird. Ja, klar. Die Musiker wollen natürlich auch irgendwie Geld verdienen. Aber ich habe Jazzmusiker hin und wieder so ein bisschen im Verdacht, dass die vielleicht gar nicht so ein großes kommerzielles Interesse haben. Nee. Also wie andere. Ich hänge gerade noch auf diesen Bücherhallen. Ja. Weil ich muss sagen, ich habe das leider so ein bisschen aus dem Fokus mittlerweile bei mir selber. Aber ich bin aufgewachsen fußläufig zu sogar so einer Art Kinderbücherhalle in den Grindelhochhäusern. Kennst du die? Nö, da war ich nie. Aber es gab eine da bei Karstadt, Eppendorf. Bei Karstadt, Und ich habe da wahnsinnig viel so Bücher und Comics ausgeliehen, aber dann auch CDs später. Ja. Und dann schön brennt zu Hause. Ja. Du hast die Musikindustrie zerstört. Ja. Oder die öffentlichen Bücherhallen eigentlich. Eigentlich, ja. 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 Und dann habe ich irgendwann entdeckt, das ist in der Zentralbibliothek in Hamburg. Die war früher, glaube ich, erstmal da in der Innenstadt bei der, wie heißt das da? Da beim Alsterhaus, die Straße. Und dann mittlerweile ist sie am Hühnerposten. Und da gibt es alles an Noten, was man sich vorstellen kann. Da habe ich wirklich, also bis noch in mein Studium rein, sehr, sehr viel Noten mir entweder ausgeliehen oder mir fotokopiert. Ja. Das war super. Genau, das ist halt super. Ja. Das ist wirklich, Man da so seiner Passion eigentlich folgen kann, ohne dass es halt irgendwie darum geht, dass du auch dazu irgendwo eine Mark lässt. So. Ja. Und jetzt ein Lifehack. Ja. Ich war ja jahrelang Hotelpianist im Steigenberger Hotel Hamburg. Ja. Und da wurde ja gewünscht, dass man immer so ein bisschen Jazz spielt, aber auch gerne Popmusik. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin in die Zentralbibliothek gegangen, in die Musikbibliothek und habe mir aus so Songbooks aktuelle Pop-Hits rauskopiert. Ja. Und habe die dann gespielt. Also hast du sogar... Ich habe es kommerziell genutzt. Ja? Du hast es wieder ausgeschlachtet. Ja? Ja. Ach, okay. Ja. Da sind wir wieder am Anfang. Ja. Das geht dann nicht, doch, das ist aber auch erlaubt, oder? Es ist erlaubt, kannst machen, was du willst, aber nee, das ist aber du bist doch nicht der Einzige, der schon mal die Bücherhallen vielleicht irgendwie aus eigenem kommerziellen Interesse genutzt hat. Ja. So, das wird es schon mal geben. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, das ist so, als Ort ist das eine Besonderheit in so einer Großstadt, auf jeden Fall. Du, ich weiß aber nicht, wann ich zum letzten Mal in der Bücherhalle war. Ja, geh mal hier, Neuköllner Karten, ist geil, auch riesen Comicabteilung, und ist super, kannst du dich stundenlang aufhalten. Und Noten? Gibt's auch. Ja? Ja, alles. Okay. Also eine Flöte leihen. Eine Flöte? Gitarre. Wirklich? Ja. Kein Scherz. Spiele, jede Menge Spiele. Man kann auch Videospiele ausleihen, oder? Ja, auch, ja. Wahnsinn. Ja. Das ist ja wirklich einfach vorbei, diese Zeit, ne? Wo man auch sich DVDs ausgeliehen hat. Das macht man nicht mehr. Ja, jetzt durch dieses Streaming-Ding. Ja, stimmt. So, okay, aber das wäre so ein Unkommerz. Aber du suchst auch Orte, wo man irgendwie, die irgendwas mit Kultur zu tun haben.
Ja, ich suche erstmal überhaupt nach Lebensmodellen. Ja. Da hängen ja Orte auch dran, ja, wo man genau seinen Lebensinhalten, also das, ja, was man für sich als wichtig erachtet, irgendwie, ja, nachgehen kann, ohne dass es darum geht sofort, dass halt irgendwer hier Geld ausgeben muss oder man selber sogar. Ja, also ich, du bist ja auch wie ich ein engagierter Freizeitsportler. Joggen kannst du umsonst. Joggen ist ja umsonst. Ja, das mache ich auch. Genau, das ist mir nämlich neulich auch aufgefallen, weil ich bin auch Mitglied einer großen Sportverbandkette. Ja. Den schmeiße ich natürlich jeden Monat wieder horrende Mitgliedsbeiträge in Rachen. Ja. Aber was für lau ist, ist Joggen. Joggen, ja. Also Joggen und dann in die Bücherhalle. Ja, dann hast du eigentlich einen Tag rum und hast kein, ja, Geld ausgegeben. Ist eigentlich geil. Umsonst Konzerte gucken kann man auch gut an so einer Musikhochschule. Richtig, stimmt. Auch gut. Oft für lau. Oft für lau und gar nicht so schlecht. Nee, ja, so ein Diplomkonzert. Das kann man sich immer reinziehen. Konzertexamen, Flötenklasse. Die spielen besser als wir, das können, ja, das haben wir mal klar. Also auf jeden Fall. Ja. So, das können wir, also da haben wir aber den halben Tag schon rum. Nur, ja, was zwischen die Kiemen kriegen wir nicht umsonst. Ja, nee, das geht nicht. Wie kam ich drauf? Ach so, genau, ich hatte die Jazzmusiker nämlich so ein bisschen, habe ich im Verdacht, dass die sind nicht frei davon, ne, von so kommerziellen Gedanken. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, es spielt ein bisschen weniger eine Rolle als in anderen popkulturellen Strömungen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Also, die freuen sich natürlich auch, wenn ein Gig besser bezahlt ist als ein anderer. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht etwas, wo der normale Jazzmusiker sich wirklich, also wie soll ich sagen, was sein Lebensglück groß beeinflussen würde. Sondern eigentlich geht es darum, dass du halt spielst und mit den richtigen Leuten spielst, den coolsten Leuten, mhm, dass du dich selber da verwirklichst und so. Und deswegen spielen die ja auch am Ende alle für ein Appel und ein Ei, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine genaue Übersicht über diese Gagen. Ich kenne das nur von früher, dass die Gagen wirklich in Berlin waren unterirdisch. Und trotzdem haben da alle gespielt. Alle Guten auch. Ja. Und so kennt man das ja auch aus anderen Großstädten. Das ist halt immer heißt so, Gagen sind scheiße, aber geiler Laden hier und man kann geil spielen. Und so, das kenne ich aus der Pop-Indie-Musik jetzt nicht so. Das ist diese Haltung. Nee, ja, das müsste man mal überprüfen. Also ich glaube, es gibt, je nachdem, was man für Musik macht, gibt es so eine klare Trennung zwischen Musik zum Spaß machen, Musik quasi für die Karriere machen, so eine Aufstiegschance zu haben und Musik zum Geld verdienen machen. Ja. In den Kategorien findet das statt. Und wenn man, was weiß ich jetzt, eine Grunge-Band hat, ja, dann kann man das als Hobby machen. Das heißt, das ist froh, wenn man mal einen Auftritt hat. Ja, das ist aber auch wieder was anderes, ja, als ein ambitionierter Jazzclub, der trotzdem keine hohen Gagen zahlt, wo, genau, alle also mega professionelle, genau, Musiker spielen. Weil das da ist, klar ist, bei der, bei es der sind ja trotzdem Berufsmusiker. Genau, ja, Ding, ja. Weil, ja, bei der Grunge Band ist klar, entweder wir machen das in so einem Amateurbereich, das heißt, wir spielen mal beim Straßenfest oder, ja, in so einem Clubabend, wo dann drei Bands zusammenspielen oder sowas. Genau, das macht man entweder zur Freude oder man, was weiß ich, nimmt ein Demo auf und lädt dann jemand vom Label ein und hofft dann irgendwie mehr Publikum zu ziehen. Da ist ganz stark der Wachstumsgedanke drin. Genau. In der Pop-Rock-Irgendwas-Musik, also nicht Jazz und Klassik, da gibt es ganz stark, sobald man sagt, das soll jetzt mein Lebensinhalt sein, gibt es so einen Wachstumsgedanken und zwar einen wirtschaftlichen. Ja. Beim Jazz wiederum gibt es ganz stark einen persönlichen Wachstumsgedanken. Das, genau, ist ja, weil das wie Trainingslager ist eigentlich. Ja, ja, deine Skills sollen sich verbessern. Also genau, du, ja, sollst wachsen. Genau. Also nicht dein Mehrwert. Ja. Also beziehungsweise, wenn das dann auch passiert, alles gut. Ja. So, da beschwert sich keiner. Aber genau, das ist nicht der primäre Fokus. Ist so ein bisschen mein Gefühl. Aber, ja, wird es natürlich auch Unterschiede innerhalb dieser Szene geben. So, aber ich glaube, dass das Bestehen dieser Szene speist schon aus so einem eigentlich nicht kommerziellen Gedanken. Ja. Würde ich auch denken. Obwohl, also ich kenne das aber auch so von Jazzmusikern oder auch, also es gibt ja so ein Mindset auch beim Musikmachen, dass man sagt, ich habe meinen Broterwerb. Ja. Der kann entweder nicht musikalisch sein, also beim Bäcker arbeiten, oder man ist in der Musikpädagogik tätig. Ja. Und dann ist quasi das Konzertespielen so der Ausgleich. Ja. Oder man macht sowas wie eine Mucke. Also es ist ja auch sehr beliebt, wenn man Jazzmusik spielt, dass man dann so mal bei einem Sektempfang spielt oder so. Oder, ja, jetzt wie ich als Hotelpianist. Da spielt man ja auch, aber das ist dann ganz klar getrennt. Und der Jazzclub ist aber dann tatsächlich ein Ort, wo es nicht so Wachstumsgedanken gibt, ne? Ja, ich glaube das. Also wie gesagt, eigentlich wäre es mal gut, dass wir mal mit jemandem darüber zu reden, der so vielleicht ein bisschen tiefer drin steckt. So. Aber es, ja, ist so ein bisschen mein Eindruck. Also
ich habe mal im Stadtgarten in Köln gespielt, im Keller. Ja. Im Studio, nee, das heißt jetzt anders, Jacki heißt das. Mhm. Und das war ausverkauft und das war für mich ein schönes Gefühl. So, ja. Ich finde immer, das ist einfach ein schönes Gefühl, so ist ausverkauft. Ja. Was ja eigentlich schon, glaube ich, für Jazzmusiker egal ist. Oben spielten, das ist ja der Stadtgarten, der wirkliche Jazzclub quasi. Bisschen größer auch. Ein bisschen größer, war eine Band mit Leuten, wo ich auch kannte, so. Die hatten nur 80 Leute da. Ja. Es war nicht ausverkauft, so. Ja. Ich spielte da auch mit einer Person, die danach unbedingt mit denen oben rumhängen wollte. Ja. Weil die halt coole Jazztypen waren, so. Und da wollten ein bisschen connecten, so absolut verständlich. Macht man ja auch so in der Szene. Und ich stellte mir sofort die Frage, wahrscheinlich, weil ich einfach nicht so richtig drin stecke, dass so, aber finden die mich vielleicht jetzt, also gucken die dann auch auf die Vorverkaufszahlen, finden die mich vielleicht auch interessant, weil ich mehr vorverkauft habe als die da oben. Und da habe ich dann auch so Luca gefragt, der ja wirklich mehr auch in dieser Szene aktiv ist. Und er meinte so, ey, sorry, ich muss die mal runterholen von dieser Sichtweise. Das ist denen scheißegal. Er meinte wirklich, so denkst du, ein kapitalistisches Arschloch bist. Ja, also, wo aber, er recht hat. Ja, aber so denken die nicht. Das ist denen einfach Wurst. So, das ist spielt für die keine Rolle, ob da 80, 100, 150 und ob unten, wer da unten gespielt hat, ist oft leider denen auch egal. Da könnte man ja mal Kritik anwenden, weil es könnte sich ja trotzdem für interessieren. So, aber es ist, wenn das nicht in dieser Szene stattfindet, nicht so wichtig. Ich würde ja sagen, gar nicht so artfremd, was wir da gemacht haben. So, deswegen kann man ja vielleicht mal denken, so, ah, ist ja interessant so. Aber ich glaube immer noch, dass Brett Mehl heimlich deine Platte hört. Genau. Luca meinte, es interessiert die nicht. Und erst recht interessieren die nicht die Vorverkaufszahlen. Die werden, also, wenn wir jetzt mit denen rumhängen, wir haben es ja nicht gemacht. Einer aus unserer Band hat es gemacht, aber wir beide irgendwie nicht, weil wir dachten, das ist irgendwie auch so, jetzt dahin gehen, Hallo sagen, wollen wir uns gegenseitig cool finden. Wollen wir Freunde sein? Haben wir irgendwie nicht ins Herz gebracht. Aber genau, er meinte, wenn wir es tun würden, würde auf keinen Fall das Thema Vorverkauf irgendwie oder Ticket-Sales sein und so. Und ja, keine Ahnung, ich muss da ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht frei davon. Für mich ist nicht ein gelungenes Konzert ein ausverkauftes. So ist es nicht. Ich spiele auch gerne vor wenig Publikum, wenn es ein geiles Konzert ist. Ja. Aber trotzdem ist es ein Ding. So kann ich nicht leugnen. Da bin ich vielleicht nicht ganz Jazz. Nee, aber ich glaube, es ist auch nicht jeder Jazzmusiker so. Ich glaube, sobald du, was weiß ich, eine feste Formation hast und dein Album draußen hast und dann auf Release-Tour gehst oder sowas, dann geht es dir sicherlich schon um die Vorverkäufe oder darum, dass da Leute kommen, auch einfach um dich damit zu finanzieren und weil du auch ein gewisses Investment hast. Ja, genau. Das ist nur, glaube ich, anders oder bin mir sicher, dass das anders ist, wenn es darum geht, wer öffnet nächsten Donnerstag die Session im Birdland. Ja. Da gibt es dann eine kleine Fixgage für jeden, der mitspielt. Oder mit einer zusammengewürfelten Band im kleinen Club spielen. Gibt es ja auch öfter. Komm hier, ich bringe Liedsheets mit, wir spielen was. Weil das ja völlig klar ist, dass das eine andere Form von Musizieren ist. Ja, und klar. Session. Ja, also du meinst, natürlich muss ich ein bisschen mehr vielleicht drauf gucken, weil natürlich. Eine Tour bei mir mehr davon abhängt, auch wie viel. Also. Naja, du hast ein anderes Investment betrieben. Du hast eine Platte aufgenommen. Ja. Du betourst diese Platte. Und eingepreist in deinem Lebensmodell ist, dass quasi mit deinem Lambert-Programm Geld verdient wird. Ja. In welcher Form sich das auch immer amortisiert. Und da bietet ja der Jazz überhaupt eine Möglichkeit, so eine Art von Musizieren. Das Musizieren aus dem Stegreif. Ja, das stimmt. Also mit so einer zusammengewürfelten Formation. Und das gibt's ja nicht wirklich in anderen Stilistiken, oder? Es gibt den Jam, den Hip-Hop-Jam. Ja. Aber es ist auch irgendwie weniger geworden, oder? Ja, es gibt es nicht so, in anderen Stilistiken auf jeden Fall lange nicht so präsent. Aber was es gibt, ist den Slam. Es gibt den Slam, ja. Der Slam. Ja, willst du mal einen loslassen? Oder? Soll ich mal was slammen? Ja, slammen. Ich kann nicht am Mikrofon slammen. Nein, da gibt es auch bitter. Da gibt schon wieder Ärger. Ich kann wirklich sehr gut slammen. Ja, glaube ich. Ist das da so ähnlich vielleicht? Frage an die Slammer da draußen. Die Slammer, ja. Weil da fährt man ja auch von Slam zu Slam. Ja. Oder im Comedy. Hat am Ende der Slam und die Comedy mehr mit Jazz zu tun als die Popmusik? Ja, also erstmal muss man aber beiden sagen, Slammer und Comedy, das nicht interaktiv ist. Minimal, ja. Die treten ja nicht zusammen auf, sondern jeder einzeln. Also das hat nichts mit Interaktion auf der Bühne zu tun eigentlich. Also da könnten wir vielleicht als Impro-Theater mal die Frage stellen. Das sind nämlich eigentlich unsere, vielleicht sind das unsere Freunde. Ja. So Impro-Theater. Ja, ist denn Jazz dann irgendwie da Punk, weil es da so kommerzfrei vonstatten geht? Nein, weil der Anspruch auf so hochkulturelle Würdigung wird ja geltend gemacht und das ist ja nicht Punk. Also man will ja trotzdem in eine Form von Anerkennung, die ja auch sehr elitär ist.
Also hat ja so einen sehr elitären Charakter auf Jazz. Hat also einen elitären Charakter. Also so einen, ne, genau. Ja. Möchte eigentlich ähnlich wahrgenommen werden, oft so wie neue Musik oder Komposition oder so. Ja. Das hat nicht so wirklich was mit der Idee Punk zu tun. Punk ist, also, oder? Punk ist ja irgendwie ja. So von wegen für alle, von allen, jeder darf und so, oder? Ja, jeder kann. Jeder also kann. Die Idee von Punk ist, jeder kann. Ja. Also ich kann auch mich auf eine Bühne stellen mit wirklich marginalen Instrumental- und Singtechniken. Ja. Aber die Idee von Punk war nie, wir werden nicht berühmt. Nee, ne? Die Idee von Jazz ist so ein bisschen, wir werden nie berühmt, oder? Kann das sein? Ja, also frage ich mich, ist das ein Ding? Ist es wichtig? Das größte Glück als Jazzmusiker ist ja, mit guten Leuten zusammenspielen. Mit guten also deswegen ist da ja schon auch irgendwas, es hat so eine gewisse Berühmtheit zu erlangen, ist ja dann schon nicht schlecht. Aber auch da geht es wieder nicht darum, dass du dann dadurch halt dir das Eigenheim dann finanzieren kannst, nee. So, sondern einfach nur, dass du halt erstens das Glück hast, mit diesen Menschen zu spielen, vielleicht ein bisschen erfüllter bist ja. In deinem Ausdruck und natürlich kannst du ein bisschen angeben in der Szene. Ja, das ist ja das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ob gibt es irgendwo auf Gottes Erde einen Jazzmusiker, der sich ein Eigenheim mit Jazzmusik ja, klar. Gebaut hat? Till Brönner. Aber okay, ja, kommen wir jetzt aber jetzt kommen wir aber in den Bereich, wo wir uns fragen müssen, ist das noch Jazz? Für mich ist das Jazz. Also, und vor allem werden wir ja auch jetzt mit dem Till Schweiger Quartett. Er hat sich gemeldet. Ja? Ja. Okay, es geht bald los. Es geht bald los und da werden wir uns aber alle schön Eigenheime finanzieren. Till ein ganzes Schloss auf jeden wir Fall. Wir nehmen aber auf Mallorca auf. Ja, in seiner Pizzeria. Dann machen wir die ersten Jams auch. Weil doch der Sound am besten ist. Ja, genau. Ja. Mit dem Steinofen. Ja, freuen wir uns drauf. Wie ist das beim Impro-Theater? Ja, keine Ahnung, war ich noch nicht da. Sollten wir vielleicht mal irgendwie hingehen. Wir müssen mal zum Impro-Theater. Ja. Ich glaube, weil meine Mutter macht das jetzt. Wirklich? Ja. Impro-Theater? Ja. Schöne Grüße. Gehen wir da mal hin. Ja. Würdest du dir das gern angucken, was deine Mutter da macht? Also natürlich. Gut. Richtige Antwort. Ja, da gibt es ja aber auch kleine berufliche Idee. Meine Kollegin Katie nämlich zum Beispiel, ich glaube, das hat sie auf jeden Fall lange Jahre gemacht. Weiß nicht, ob sie das macht, sie glaube ich immer noch. Die ist Pianistin beim Impro-Theater. Ach was? Ja. Vielleicht kennt die meine Mutter. Da muss man nämlich auch ganz schnell und fix mit den Fingern und vor allen Dingen mit den Ohren sein. Ja. Vielleicht wäre das was für dich? Ja, kann ich mir gut vorstellen. So eine Impro-Theatergruppe. Ja. Also, wenn im Raum Neukölln eine Impro-Theatergruppe nur einen Pianisten sucht. Ja, ich mach mit. Also schneide ich jetzt nicht raus, ich will einfach nur wissen, ob sich überhaupt irgendjemand meldet. Ja, genau. Die sollen sich mal melden. Ja. Dann gucken wir weiter. Ja. Vielleicht bist du ja auch busy. Okay, aber dann ist das darstellende Genre, was den Jazzmusikern am nächsten ist, das Impro-Theater? Ja, die Frage hast du jetzt mehrfach gestellt und ich kann sie ja nicht beantworten, weil ich noch nie so einer Impro-Theatergruppe beigewohnt habe. Aber natürlich, ich glaube, es geht da schon um Interaktion. Ich habe gehört, es geht auch darum, andere Vorgaben nicht kaputt zu machen. Das heißt, wenn du sagst, du bist Arzt, dann bist du Arzt. Dann kannst du nicht sagen, du bist doch kein Arzt. Ja, das nennt sich Yes and. Ja, genau. Ja. Also das weiß ich über das Impro-Theater. Mehr weiß ich nicht. Ja. Also das ist ja quasi so, du kannst ja auch nicht zu einem Saxophonisten gehen und sagen, das ist so eine Trompete. Das geht ja auch nicht. Aber man muss weniger skalen können. Ja, natürlich. Ja. Damit können wir uns immer rausreden, ne, mit dieser technischen Überlegenheit, die wir als Jazzer haben. Ja. Ja, genau, man muss halt gut geübt haben. Das ist, als Impro-Theater kann natürlich jeder. Ja, so, okay, aber eine Frage. Wie sehr ist ein Musiker auch ein Sportler? Das scheint dich umzutreiben. Also wegen von klein auf sich drauf fokussieren, immer wieder üben im Sinne von trainieren. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt schon öfter gehört, also weil der auch Karrieren ähnlich verlaufen. Und du hast letztes Mal auch das einen ganz interessanten Satz gesagt, als du meintest, egal mit welcher Band du jetzt eine Platte rausbringst, nach 10 Jahren gehörst du zum alten Eisen. Ja. Das gilt für Sportler natürlich auch. Ja. So, also wenn sie es überhaupt in die Bundesliga schaffen, dann sind sie nach 10 Jahren ich alt. Ich könnte immer noch in der Bundesliga spielen. Ja, das glaube ich dir gerne. Also auch in 10 Jahren wärst du dann auch alt. Und da gibt es so Parallelen, so dass halt so Karrieren ähnlich verlaufen und man halt dann ziemlich viele Unsicherheiten hat, was das danach angeht. Ne? Ich glaube aber, das ist es. Ja. Ich glaube, sonst ist der Vergleich vor allem zu Jazzmusikern nicht so richtig gegeben, weil na, man muss immer trainieren, man hat einen Trainer, na gut, man hat eine Mannschaft. Nee, das stimmt alles, man muss in die Umkleide, das stimmt immer alles nicht. Nee, du hast ja recht. Nee, also du kannst halt dann doch irgendwie ja ewig spielen. Ja. Und also das ist ja schon ein Unterschied. Also du kannst auch auf hohem Niveau und professionell bis du eigentlich, bis ans Sterbebett kannst du
Jazz spielen. Wird gemacht. Ja, ich meine damit eigentlich so diesen Aspekt, den Körper so zum Werkzeug zu machen. Ja, ja, ja. Als Sportler darfst du keine Drogen nehmen, keinen Alkohol, musst dich gut ernähren. Ja. Als Jazzer gilt das dafür? Grillhähnchen und Rotwein. Ja, Grillhähnchen und Rotwein sind willkommen. Und Heroin. Ja, und Heroin. Also ich sag mal, besser ist natürlich ohne. Die richtig guten Jazzer kriegen es ohnehin. So. Ja. Aber in der Historie, die Historie hat bewiesen, dass das durchaus irgendwie möglich gewesen ist. Ja, deswegen, ich weiß es nicht. Nee. Glaube nicht. Weswegen ich das sage mit der Bundesliga, wir sind jetzt raus aus dem Alter, aber kennst du dich daran erinnern, dass relativ lange noch die Leute gesagt haben, um einen rum, die so sportaffin waren, wenn ich jetzt noch mal 1-2 Jahre richtig trainiere, dann kann ich noch Bundesliga spielen. Was sind das immer für Leute, mit denen da rumhängst? Ja. Ich glaube, ich war in realistischeren Szenen unterwegs. Ja, ja, ja. Das heißt, das dann, ich könnte noch in der Big Band spielen, wenn ich jetzt richtig irre. Ja. Ja, ja. Naja, kommerzfreie Lebensinhalte. Ich hatte mal meine Freundin damals, die hat mir das auf jeden Fall auch früher schon vorgeworfen, immer, dass ich so ein kommerziell orientierter Typ wäre. Und das fand ich damals natürlich gemein, weil wovon reden wir? Ich hatte ein Jazz-Trio gehabt. So. Ja. Also dann, das fand ich irgendwie fies. Weil wenn man sich dafür entscheidet, für so ein Leben als Improvisateur und so, dann überhaupt davon zu reden, dass das hier irgendwas mit Kommerzialität zu tun hat, nur weil du vielleicht ein bisschen schöner spielst als andere oder so, ja, fand ich albern, weil diese Musik ja gar nicht drauf ausgerichtet war, in irgendeiner Form kommerziell verwertbar zu sein. Aber naja, vielleicht hatte sie doch recht, liebe Grüße. Ja, aber ich glaube, es gibt auch bei den Jazzern, da gibt es ja auch immer die guten Gigs klar machen. Ja. So einer warst du. Ja, gute Gigs, ich habe Gigs klar gemacht. Ja, ja. Die Gigs klar machen. Ja, genau. Also, ja. Du brauchst ja auch immer, einen... Einer, der zieht, ja. Ja, ja, den Organisator, weil sonst läuft ja nichts. Einer, der die Mucken ranschafft. Ja. Ich kenne schon auch viele Jazzer, die so ein kommerzielles Näschen haben. Ja, aber das hatte nichts mit kommerziellem Interesse zu tun, dass ich irgendwie, ich habe wirklich viel Zeit mit Booking verbracht zu der Zeit. Ja. Und da war ich auch sehr diszipliniert, habe ich wirklich jeden Tag mich mit befasst, weil ich aber einfach spielen wollte. Ich habe nie gefeilscht um die Gagen. Die waren mir scheißegal. Ich wollte einfach den Gig haben. Ich habe nie gesagt, so, das ist mir immer zu wenig. Und mittlerweile habe ich eine Booking-Agentur, die macht solche Sachen bestimmt, so, aber da bin ich nicht im Loop. Aber damals, als ich mich selber gebucht habe, da ging es mir nicht darum, jetzt möglichst viel Geld damit zu verdienen, sondern ich wollte einfach nur auf der Bühne da stehen und das halt irgendwie machen. Ja, so. Ich glaube aber, das ist vielleicht so ein Gefühl, an das muss man sich vielleicht mal so ein bisschen erinnern. Ich glaube, es gibt auch irgendwie so eine intrinsische Motivation, sich irgendwo auf eine Bühne zu stellen, die nicht kommerziell ist. Man hat einfach Bock auf einen Auftritt. Genau, das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal so besprochen, das hatte ich so damals als kindliche Naivität versucht zu deklarieren, genau, also auch eine Motivation, die frei ist von so kommerziellen, wobei genau, wir hatten da das auch schon aufgedröselt, meinen, dass das stimmt, das gibt es, aber es geht relativ schnell ja auch auf so eine Auftrittsbühne in der Schule, genau, wo dann deutlich wird, du wirst beklatscht und findest das irgendwie so ganz gut und genau, gesellschaftliche Anerkennung ist ja vielleicht sehr nah dran an finanzieller Anerkennung. Ja, ja, ist auch, ist sicherlich nah dran, aber ich glaube, also ich mache ja auch viel Musik, die irgendwie reproduktiv ist oder sowas. Ja. Also, keine Ahnung. Wenn ich jetzt im Dezember in Lübeck 31 Vorstellungen Weihnachtsmärchen spiele, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe mir das vorher alles ausgedacht und dann macht das vielleicht so 2-3 Mal, macht das dann richtig Spaß, wenn man dann noch was zu entdecken hat, aber an irgendeinem Punkt wird es rein reproduktiv. Ja. Also, warum mache ich das? Wegen dem Cash. Wegen der Kohle, ja. Ist doch klar. Und bei anderen Sachen auch, ne? Also gerade je strenger und reproduktiver die sind, sag ich mal, da muss man sagen, dass ich das richtig wertschätzen kann, so einen Auftritt zu machen, wo es ein bisschen kribbelt. Ja. Weißt du, wo man vorher nicht weiß, was passiert. Und ich muss auch sagen, ich bin immer bereit, einen schlecht bezahlten Auftritt zu machen, wenn ich Bock drauf habe. Da habe ich eine ganz starke, da habe ich eine sehr hohe Motivation, merke ich. Ja, also. Geht dir das auch so? Na klar, also ist das so, aber trotzdem musst du ja immer mitberechnen, mit wo findet das statt, was ist der Aufwand drumherum, das spielt für dich auch eine Rolle, das weiß ich. Ja, ja. Also was das bedeutet, ne? Also muss ich dann irgendwie unterm Klavier schlafen oder. Klar. Also solche Sachen, muss ich da 2 Tage hin traveln und also solche. Ja, natürlich, absolut. Genau. Da gibt es auf jeden Fall Grenzen, aber. Und das ist dann ja schon wieder auszugleichen mit Geld. Ja, sicherlich, ja, ja, klar. Aber ich liebe den Kitzel, den eine unvorhersehbare musikalische Situation hat zum Beispiel. Das finde ich herrlich. Da habe ich mal drüber nachgedacht bei mir, weil ich auch wirklich gern irgendwo Vertretung spiele und auch immer eher, wenn ich kann, eher Ja sage. Auch wenn das vielleicht Arbeit bedeutet, weil ich liebe diesen Kitzel von so einer neuen Situation. Ja, das ist bei mir ein bisschen anders. Ich sage immer oft auch Nein. Ja.
Also gerade, wenn ich nicht so richtig weiß, was auf mich zukommt. Ja. Also ich meine, vielleicht ist ja auch das, was ich jetzt tue, so ein bisschen Ergebnis genau dessen. Ah ja, okay. Ja. Aber das wäre interessant. Vielleicht sind wir da auch tatsächlich total unterschiedlich. Weil ich andererseits sehne ich mich auch danach, also genau, ich sehne mich auch nach stundenlangen Jam-Sessions mit und Jazzbands und so, das also mal wieder zu machen und so. Aber genau, jetzt, dass ich danach suchen würde oder immer Ja sagen würde zu Sachen, zu Dingen, die ich nicht überblicken kann musikalisch. Ich sag auch nicht immer Ja und ich finde ja auch, viele Sachen klappen auch vielleicht nicht, auch einfach zeitlich und organisatorisch. Ich würde vielleicht auch noch gern ganz andere Sachen machen, aber ich merke, weil mir das wirklich mehrfach im Jahr passiert, dass ich irgendwie mir so ein komplett neues Programm drauf schaffe, irgendwie eine neue Show. Ja. Und ich liebe dieses Kribbeln, diesen Adrenalinkick, den dir das gibt, sich irgendwas, so was weiß ich, 20 Songs zu lernen. Das ist, finde ich, herrlich. Ja. Kannst du nicht nachvollziehen? Doch, ich kann das nachvollziehen und ich mache es jetzt am Samstag ja auch. Liebe Grüße an Tillmann, der hört auch fleißig zu. Das spielen wir in der Jazz Hall. Also es kommt jetzt vor. Also und ich habe mit dem noch nie gespielt. Ihr habt gespielt. Genau, wenn es ausgestrahlt wird, haben wir gespielt. Und genau, wir haben noch nie zusammen gespielt und jetzt wird dann ein Programm erarbeitet und es wird aufgeführt. Wir haben 2 Tage Zeit und wird es gemacht so. Mhm. Das ist selten, dass ich sowas mache. Ich bemerke nämlich an mir, dass dieses sich was schnell was draufschaffen oder in so eine neue Situation einfinden, also vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin dann auch besser. Man hat so einen Kick, man hat so einen Stress, wenn man sich irgendwas drauf geschafft hat. Man ist irgendwie so schön aufgeregt und das setzt irgendwie nochmal so extra Energien frei. Ja, also ich weiß, was du meinst und ich bin früher wirklich auch jeder Gelegenheit genutzt, um auf irgendwelche Jam-Sessions zu rennen, aber auch, weil da ging es mir auch um Personal Growth, also um diese Persönlichkeitsentfaltung am Instrument und so, aber doch, das fand es super natürlich, Standards spielen und dann gucken, was passiert und auch dieser Kribbel, es hat mich wahnsinnig frustriert, wenn es nicht funktioniert hat und ich bin mega high gewesen, wenn es geil war. Ja. Das fand ich halt so krass. Das ist halt mich halt wirklich zu Tode deprimiert hat, wenn man nicht glänzen konnte, wenn man es nicht hinbekommen hat, gut zusammenzuspielen. Und ich war über Tage und Wochen high, wenn es funktioniert hat. So. Und da kommt vielleicht so ein bisschen das her, dass ich dachte, vielleicht bin ich eher so der Typ, der das vorher so ein bisschen kontrollieren muss. So, damit, weil ich finde es schon krass so. Also, so eine Jam-Session und du bist aufgeregt so und dann funzt es nicht so richtig. Das ist echt Torture, finde ich so. Also nicht unbedingt fürs Publikum, sondern eigentlich für einen selber. So. Ja, das kenne ich auch, dass man wahnsinnig unzufrieden mit sich ist. Ja. Aber ich habe irgendwie doch eher positive Erfahrungen damit. Ja. Ja, und irgendwie. Aber ich will ja eigentlich das High. Ich will das High ja eigentlich immer. Aber das ist schon interessant. Das ist nämlich so eine Art High. Ne? Das ist so ein komischer Kick, dem einen das gibt. Ja. In so eine. Das kann auch eine Studiosituation sein oder sowas. Ja. Das ist so ein Zustand, in den ich mich selber gerne reinbringe. So ein Zustand, wo ich nicht weiß, was hinten rauskommt. Ja. Irgendwas beflügelt mich daran. Also irgendwas finde ich da wahnsinnig reizvoll dran. Ja, das ist auch gut so. Das sollst du dir bis ins hohe Alter auch beibehalten. Ist vielleicht bei so einer Podcast-Folge auch nicht anders. Nee, Podcast ist genau das. Und ich will jetzt auch nicht dastehen als der Typ, der es überhaupt nicht spannend findet. Du Spießer! Und überhaupt alle. Also, aber genau, ich finde gerade, also der Aspekt Jazz, der auch in meiner Musik eine tragende Rolle spielt, auch gerade beim Auftritt, ist ja genau das. Ja. Halt das Ungeplante einzubringen. Und das ist ja genau das, was ich interessant finde am Auftritt auch. Also sowohl damit auch das Publikum, das merkt ja auch, wenn du dich nicht mehr selbst überrascht. Du merkst es ja auch, also du kennst ja auch dieses Phänomen des Abgespielten. Ja. Also wenn du eine Show, hast du ja gerade gesagt, irgendwie 3, 4, 5, 6, 7 Mal gespielt hast, immer gleich, dann hast du irgendwann dieses Gefühl, du bist absolut runtergespielt und fühlst nichts. Ja, absolut. So. Und das kannst du umgehen, indem du halt deine Show so aufbaust, dass du halt bestimmte Parameter so setzt, dass die halt frei gestaltet werden können. So. Ja. Bernd Begemann macht es, indem er halt nie eine Setlist schreibt. Ja. Ich hab durch diesen Podcast gehört, der ist echt super. Der ist, glaube ich, einer der letzten von Nils Buckelberg-Erfahrung. Der hört auf. Ja, Mensch. Ja, schade. War eigentlich ein ganz guter Podcast. Und er war da zu Gast und erzählte dann davon. Er meinte genau das. Also es ging jetzt darum, sich selbst nicht zu langweilen, also von sich selbst nicht gelangweilt zu sein. Und halt, verlangt der Band natürlich viel ab, wenn die jetzt ein Repertoire von 50 Liedern drauf haben müssen. Aber man kann natürlich darauf einwirken, wie die Stimmung im Raum ist gerade und die Setliste der Das ist aber eine ganz tolle Fähigkeit. Ich habe mit Bernd auch schon öfter mal live gespielt. Der macht ja auch immer bei unter meinem Bett mit und so. Also mit dem stehe ich ja oft auf der Bühne. Und Bernd, der hat so ein Mindset, dass der wirklich
Und das finde ich was Bewundernswertes, weil ganz so locker bin ich, glaube ich, nicht. Ich habe dann doch einen Restkontrollzwang in mir, gehe aber natürlich gerne mit, wenn Leute mutig sind auf der Bühne. Bernd hat so ein Ding, unterstelle ich ihm zumindest, er geht auf die Bühne und es kann alles passieren. Ja. Es gibt auch bei der höchsten Eisenbahn so ein bisschen so eine Grundhaltung, auf der, wenn wir so Konzerte spielen zusammen, dass auch theoretisch alles gehen könnte. Also natürlich sind wir irgendwie sehr eingespielt miteinander und wissen so, wie die anderen ticken und so. Aber es gibt da theoretisch eine Offenheit, dass Sachen passieren können. Und ich merke auch generell, je älter ich werde und je länger ich Musik mache, ist eigentlich so ein Modus, wo man sich auf eine Bühne stellt zusammen und es so ein Grundvertrauen gibt oder eine Offenheit, hier wird, es muss nicht irgendwie was komplett Neues geschöpft werden, aber es wird quasi gestaltet. Ja. Ich finde, das ist eigentlich der Modus, in dem ich gerne Musik machen möchte auf der Bühne. Tatsächlich auch aus dem Gefühl heraus, wenn ich auf eine Bühne gehe und Musik spiele, dann bin ich auf einer Bühne und ich bin nicht in einem Museum. Ich präsentiere nicht irgendetwas Ton für Ton, möglichst perfekt und exakt und reproduziere das vor Publikum, weil ich dann wirklich denke, dann kann man sich auch die Platte anhören. Ja, genau, darum geht es vielleicht eher bei Aufnahmen. Ne? Also ich sage nicht, wer das schrob, aber ich las neulich in dem Post von einem Musiker, der schrieb sowas wie, wir gehen bald auf Tour, bald proben wir für die Tour und ich habe jetzt nochmal mit meinem Produzenten alle Spuren einzeln neu aufgenommen und ausgespielt und das kriegen jetzt die Live-Musiker, damit auch wirklich live dann alles perfekt ist und genau Ton für Ton so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das klingt grauenvoll. So war der Post. So. Ja. Soll er so machen, ist ja alles in Ordnung. Ja. Nur für mich klingt das wie eine Kriegserklärung, ja, ja, ehrlich gesagt. Also, aber weißt du, so würde ich ja nie arbeiten. Also ich sage ja eigentlich gar nichts bei Proben. Es gibt so eine Art Stück oder Liedsheet und dann kann eigentlich ist die Entscheidung gefallen mit dem Musiker, habe ich schon mal gesagt, den man engagiert. Man weiß schon, dass der das ganz gut machen wird. Fertig. Ich habe sehr gern wie Miles Davis stundenlang quasseln über die Sachen. Ja. Finde ich total gut. Ja. Aber der Punkt ist ja wirklich diese Vorstellung. Und das ist mir dann doch auch öfter mal begegnet, auch so bei so angeblich lockeren, coolen Indie-Musikern, ja, dass man dann eigentlich doch wahnsinnig streng und spießig ist und sich eigentlich doch gebärt wie so ein Klassiker. Ja, ja. Gerade, ich glaube, für Schlagzeuger ist das ja auch teilweise so, dass dann irgendwie, wenn du Sideman bei gewissen Bands bist oder Musikkünstlerbegleitung bist, dass dann erwartet wird, dass jedes Fill auch wirklich immer genau gleich ist oder sowas. Aber ich finde, also der Spaß am Musikmachen ist ja auch so ein bisschen, dass man jeden Abend so ein Stück neu gestaltet. Ja, und im Großraum Popmusik oder Jazzmusik heißt das auch, wenn es nicht irgendwie ein besonders charakteristisches Fill ist, es muss auch nicht jeden Tag überall genau dasselbe Schlagzeug zu sein. Also ich finde das eigentlich total trist. Ja. Also so eine Art von Musik machen. Aber wie meinst du, sehen Dream Theater das? Ist es so, gibt es bei Dream Theater keinen improvisiertes Solo? Da wird es schon Parts geben, wo dann irgendwie der Gitarrist ein bisschen improvisieren kann. So, ne? Das ist aber, ich glaube trotzdem. Wenn es die gibt, finde ich es okay. Nee. Ja. Also das soll jetzt kein Plädoyer sein für, also es gibt, ist es völlig klar, dass manche Musik ist einfach arrangierter, da gibt es feste Linien. Und wenn ich jetzt irgendwo Bass spiele und ich bereite mich vor auf irgendein Programm und merke, da gibt es ein total charakteristisches Bassriff, dann ist das eine Sache des Respektes, dass man das auch so spielt, wie das gedacht ist. Ja, ich dachte, es gibt so bestimmte Bands oder Meshuggah oder so. Ja, da kann ich mir schwer vorstellen, dass bei Meshuggah irgendwie groß möglich ist, irgendwie ein bisschen kreativer an die Sache ranzugehen, sondern das muss halt so performt werden wie ein klassisches Werk. Irgendwie. Ja, das ist richtig. Nur da würde ich auch sagen, das ist Musik, wo total viel Arbeit drinsteckt. Ne? Ja. Ich finde das auch okay, wenn man eine Musik schafft, die total kleinteilig ist und auch super aufeinander abgestimmt ist. Also zum Beispiel in dem Moment, wo es Kicks gibt, also das heißt bestimmte rhythmische Figuren, die die Musiker zusammenspielen. Oder wenn es zum Beispiel verzahnte oder unisono Figuren gibt, also man spielt irgendwas zusammen, dann ist es natürlich völlig richtig für den Affekt der Musik, dass die auch genauso dargeboten werden. Aber es gibt halt viel Musik, wo auch irgendwie gestaltet werden kann. Ja. So ein bisschen. Und das macht ja dann irgendwie auch die Energie. Also ich meine zu merken, wenn ich ein Konzert sehe, ob die Leute da auf der Bühne wirklich so irgendwie Ton für Ton an ihren Arrangements hängen und nur mehr oder weniger nur damit beschäftigt sind, irgendwas perfekt zu reproduzieren oder ob die irgendwie miteinander Musik machen. Ja. Und ob da irgendwie der Raum dafür da ist, dass da auch mal was gestaltet werden kann. Ja. Das ist eigentlich mein Punkt. Und das ist mir eigentlich erst so irgendwann klar geworden, dass auch ein bestimmter
Modus von Musik machen ist, der mir lieber ist als andere Modi. Ja. Nämlich einer, wo theoretisch immer auch was gestaltet wird. Genau, und das ist ja so ein bisschen die Frage, an welcher Stelle, das kann man, also das machen Bands unterschiedlich. Bernd Begemann nimmt die Setlist, andere ja. Leute nehmen dann bestimmte Parts, wo Solos drüber gespielt ja, genau. werden und ich würde sagen, ich nutze die Interpretation als freies Moment innerhalb der Performance. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde auch sagen, damit, dass man das Publikum nicht langweilt, irgendwas braucht es. Irgendeine ja. Komponente der Flexibilität sollte man mitgeben, weil sonst, genau, kannst ja. du dir eine Studioaufnahme auch anhören? Die besser klingt, weil... Die wahrscheinlich besser klingt, ja, genau. Also ich ja. verrate es jetzt, aber Studioaufnahmen klingen meistens deutlich besser als die meisten Live-Clubs. Ja. Das ist irgendwie nicht der Witz an der Sache. Der Witz ist irgendwie ja das, was in dem Moment entsteht. Genau. Bernd hatte sich auch zu Bossa Nova geäußert. Das fand ich ganz gut. Ja. Als Gegenstück zur südamerikanischen Macho-Kultur, meinte er, wäre das gewesen. So ein Gegenentwurf. Das Softe. Ja, weil auch zu diesem höher, schneller, weiter Ding ja. des Jazz wäre das so ein Counterpart. Bossa Nova als Gegenentwurf und sehr weich und sehr gefühlig. Wobei, ja. ich dachte, es stimmt schon, es gibt es im Jazz schon, aber es gibt ja jetzt auch, sagen wir, Miles Davis, der hat das Gefühlige ja auch eine Zeit lang sehr gehabt im Jazz und dann hat Chet Baker ihm das quasi ja. so ein bisschen den Rang abgeluxt und ist dafür dann sehr bekannt geworden. So. Also es gibt es ja schon auch in der Jazzmusik so diese Konzentration auf das sehr Gefühlige und sehr Balladeske und so. Aber trotzdem, ich fand, das stimmt schon, dieser Sound, diese Sprache natürlich, ja. also das Portugiesisch klingt ja auch schon mal sehr kuschelig. Und ja, so. Ja. Ich fand, das ein ganz guter Take. Finde ich auch. Aber ist der Bossa Nova möglicherweise die May Manipulator Musik der 60er? Ja, okay. Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Was ich auch mal bei ihm dachte, als ich diesen Podcast gehört habe, ich wirklich empfehlen kann. Achtung, wir sind wieder in unserer Rubrik. Ja. Genau. Podcasts über andere Podcasts sprechen. Ja, weil der hat so eine gute Kunstsprache und da dachte ich, die Performance ist auf jeden Fall eindeutig, so, dass es eine Performance ist. Wenn nicht sogar überdeutlich, aber man merkt, dass sich da jemand Gedanken über Kombination von Sound und Inhalt macht. In der Art, wie er redet, mhm. weißt du? Und da sehe ich schon die Verbindung zu dem, was auch an Jazzmusik irgendwie interessant ist. Weißt du, was ich meine? Und daher nicht, auch das, was ich meine mit der Kunst des Podcastens oder des Inhaltevermittelns, da geht es halt auch um den Sound. Und daher bitte nicht auf doppelte Geschwindigkeit diese ganzen Podcasts hören. So, da geht der Sound verloren. Das würde man bei Giant Steps ja auch nicht machen, oder? Das ist schon schnell genug. Ja, also ich weiß nicht. Also jetzt müssen wir mal, aber doch noch mal kurz einmal sagen, wenn ihr euch fragt, wer ist Bernd Begemann? Also, Bernd habe ich zum ersten Mal gesehen in meinem Leben. Das war wahrscheinlich, da war ich wirklich nur ein kleiner Steppke. Da war ich damals bei irgendeiner Nacht der Clubs, kannst du dich daran erinnern? Ja, war ich aber nie. Genau. Und da kam ich unten ins Molotow und Bernd spielte alle seine Alben am Stück. Ja. Der Teufelskerl. Und ich dachte, ich war wirklich fasziniert. Was ist das denn hier? Und Bernd hat ein neues Album, das heißt Milieu. Und der ist auf Tour im Mai. Ja, gehen wir hin, ja. Ja, gehen wir hin und machen wir hier aber nochmal Werbung, ne? Nochmal Werbung. Dass ihr das nur mitbekommt. Ich habe das erste Mal auf dem St. Pauli, es gab so einen St. Pauli Sampler. Nee. Doch, ein St. Pauli-Sampler, wo alle möglichen Bands der Hamburger Schule irgendwie... Ja. Ja, genau. Und da hatte auch so einen Song. St. Pauli. Oh, St. Pauli, ja. Genau, das war da drauf. Aber es war so Mitte der 90er kam ja, der raus. Kann gut sein. Mit diese Comics, die für St. Pauli mal gezeichnet wurden. Wie heißt der Typ nochmal? Schröter? Guido Schröter? Oder? Ist das nicht auf jeden Fall, das war so vorne drauf. Ich kenne Comics noch, ja. Ja, genau. Da habe ich das erste Mal das gehört. Ja. Und Markus meinte, er wäre sehr inspiriert von dem Karl Arlaut, dem Udo Lindenberg-Gitarristen. Also Karl Arlaut war zumindest einer der Gitarristen von Bernds alter Band Die Antwort. Genau. Und Karl Arlaut hat ja früher mit Udo auch. Ja. Genau. Und später dann Jazzgitarre. Ja. Also irgendwie schließt sich der Kreis. Ja, der Kreis schließt sich. Ja. Genau. Ich habe auch mal bei Karl Arlaut zu Hause angerufen irgendwann als Steppke, weil ich seinen Slot bei der Birdland Session haben wollte. Ah. Ja, und? Durftest du? Ja, ich durfte. Haben wir getauscht. Ja, kann sich bestimmt noch an mich erinnern. Sehr gut. Ich habe auch länger nichts gehört. Ich weiß nicht, was der heute macht. Ja. Genau, also ich würde sagen, wir haben das Thema gut erfasst, oder? Wir müssen, glaube ich, nochmal über Texte reden. Da gab es auch Ärger. Oh ja? Aus dem Umfeld. Das kann ich mir vorstellen. Aus welchem Umfeld? Ja. Aber das besprechen wir nochmal in aller Ruhe, vielleicht nächste Folge. Ja. Ich habe mir da auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Musst du Meinungen zurückziehen? Nee. Nein, es wird nicht mehr zurückgerudert. Das machen wir jetzt nicht mehr.
Nee, jetzt kommt ja auch immer mehr Zuspruch, was diese Radiohead-Sache angeht. Ja. Also da scheinen wir wirklich einen Nerv getroffen zu haben. Ich habe mir auch noch was zu Radiohead überlegt. Ja, dann haut das nochmal schnell raus. Weil ich ja gesagt habe, die Alternative zu Radiohead wäre die Gruppe Muse. Ja. Aber weißt du, was eigentlich so die gut gelaunte Version von Radiohead eigentlich ist? Nee. Die Gruppe Coldplay, oder? Nee, die sind auch nicht gut gelaunt. Hast du mal das erste Album gehört? Das ist super traurig. Ja, aber jetzt mittlerweile. Ja, das ist schon ein bisschen happier. Sie sind eigentlich genau antizyklisch zu Radiohead, ja, immer glücklicher geworden. Genau. Und weißt du warum? Weil sie sich immer mit die Taschen voll gemacht haben. Ist es das möglicherweise? Weil ich habe neulich, also so Coldplay Live Performance auch immer viel Konfetti und so, bunte Farben. Ja, aber es ist schon, das große Gefühl spielt eine große Rolle. Ich glaube, dass die Live Performance zielt auch schon darauf ab, dass geweint wird und ja, so. Ja, aber das lieb schon. Geweint. Lieb geweint. Aber nicht aus Selbsthass. Nicht aus Selbsthass, genau. Radiohead hat das ja eins vor Ritzen. Außerdem heißt das der größte Song, ja, Fix You eigentlich. Also da geht es ja um das Gegenteil von Zerstörung. Da geht es um Heilen. Da geht es um Heilen, ja. Und Viva La Vida, heißt das nicht irgendwie sowas wie... Du hast absolut recht. Also das ist interessant an Coldplay, genau, dass es sich so antizyklisch entwickelt hat zu Radiohead. Ja, Fix You. Ja. Nämlich nichts hier mit Creep, Selbstmitleid, sondern das ist... Da geht es ums Heile machen. Ja. Also ich zappte irgendwie durch... den Videoanbieter meines Vertrauens und kam bei so einem Tiny Desk Konzert raus, schon ein paar Jahre alt von Coldplay, wo die mit so einem kleinen Gospelchor da wahnsinnig, Chris Martin wahnsinnig gut gelaunt und auch tight am Klavier, also wirklich aus der Verzückung gar nicht rauskam. Und soll ich dir was sagen, wer immer schon ein heimlicher Fan gewesen ist? Wer? Ich. Coldplay. Ja. Ja, was ist an Coldplay, was kann man nicht geil finden an Coldplay? Ja, ich weiß nicht, aber das ist ähnlich schwer, damit hausieren zu gehen, wie zu sagen, Radiohead ist doof. Also. Was wir jetzt aber etablieren. Ja. Wir können nämlich zeitgleich damit jetzt einfach auch da eine Lanze für brechen und sagen, nee, Coldplay eigentlich. Coldplay ist die beste Band, Radiohead stark überlegen, weil. Ja. Sie dich heil machen. Weil sie machen heil, sie haben gute Songs, da singt auch jemand anständig und nicht so ein komisches Falsetto. Die Songs sind eindeutiger. Viel besser. Ja. Da ist nichts mit 5/4 und dann noch 23 Parts und Mediantengeschubse. Ja. Sondern das ist einfach, das sind schöne straighte 4-Akkord-Loops, manchmal nur 3 Akkorde. Ich sag's jetzt öffentlich, ich fand eigentlich Coldplay immer geil. Coldplay ist eigentlich sind die besseren Radiohead. Ja. Also wer es rockig mag, Muse. Ja. Aber sonst für die Pop-Eulen, Coldplay. Coldplay. Wir müssen auch Alternativen bieten. Genau. Wir holen euch da raus aus der Radiohead-Falle. Ja, vielleicht habt ihr noch nicht davon gehört, aber Coldplay, so eine süße Indie-Band. Also, ja, so ganz kleiner, ist ein Geheimtipp. Kleiner Geheimtipp, ja. Nein, ich kann nur drauf, weil das ist auch was ich jetzt so, wo man mitgehen muss, ist ja dieser Chris Martin-typische Gesang, der dann ja auch wirklich, glaube ich, auch sehr einflussreich war. Mhm. Nämlich immer dieses Wechseln von der Brust in die Kopfstimme. Ja, genau. Aber tight. Er macht's tight. Aber ist das nicht vielleicht auch was, wo er so ein bisschen vom frühen Thom Yorke beeinflusst sein könnte? Wurde Coldplay in der Anfangsphase ja vorgeworfen. Ja. Mehrere große Plattenlabels haben das Demo abgelehnt, weil mit dem Argument, nicht noch eine Band, die klingt wie Radiohead. Ja. Und das ist aber wie so eine Straße, die sich abspaltet. Und eine führt in die Dunkelheit und eine führt ins Licht. Ja, genau. Chris Martin führt uns ins Licht. Ja. So sieht's nämlich aus. Kennst du diesen Film, wo es die Beatles-Lieder nie gegeben hat? Ja. Der ist gut, ne? Und, und da gibt's diese Szene, wo er halt dann, da nur einer kann sich daran erinnern, wie die ganzen Beatles-Lieder gehen, und dann spielt er Yesterday und singt es so in so einem Kreis von Freunden irgendwie vor, und die, ja, das ist echt ein schönes Lied. Also, wo hast denn das her? Danke, ja, findest du auch, ja, das ist, habe ich selbst geschrieben. Ja, meint er sogar bitte, ne? Habe ich selbst geschrieben. Ja, das ist echt gut. Ich meine, es ist nicht Fix You. Aber es ist schon echt gut. Ja. Okay, ich würde sagen, Coldplay sind eigentlich besser als die Beatles, oder? Nicht so viel Schnickschnack. Ich glaube, das sollte damit angedeutet werden. Nicht so viel Schnickschnack. Ja. Also, Sponsor dieser Folge. Coldplay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, ist cool. Da gehen wir doch happy aus der Folge mit. Pumpt doch nochmal ein bisschen Coldplay. Vor allem die neueren Alben. Ja. Es wird immer besser gelaunt. Also das Higher Power, das ist so eine richtig schöne 80s Dance Nummer. Wir probieren euch jetzt mal jede Folge eine gut gelaunte Alternative zu Radiohead anzubieten. Paradise. Einfach nur Angebote. Das sind einfach nur positive Denkangebote. Die ganze Zeit. Also, Leute. Also, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit glücklichen Grüßen und melden uns nächstes Mal wieder. Folge 62.
in gewohnt schlechter Laune. Leider sind wir viel zu gut gelaunt. Wir müssen hier raus jetzt. Ciao. Tschüss.